Kennt ihr Feine Sahne Fischfilet? Ein paar Leute kennen die. Ist eine linke Punkband und die setzt sich auch ein für politische Sachen und so. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die waren vor ein paar Monaten in den Medien. Es gab so einen Skandal in Dessau, also um die Stadt. Also die sollten da ein Konzert geben, so. Und das wurde kurzfristig abgesagt, weil Nazis und Rechte irgendwie Druck gemacht haben und gesagt haben, wenn die kommen, dann machen wir irgendwie Krawall oder was auch immer. Und das war sozusagen ein Skandal, dass das Konzert aus denen abgesagt hat, weil man hatte sozusagen Nazis nachgegeben und so klein beigegeben. Und Feine Sahne Fischfilet hat mich damals in voll die unangenehme Situation gebracht, weil ich mag wirklich ihre politische Haltung, aber ich hasse ihre Musik. Also ich kann damit gar nichts anfangen. Aber komplett im Arsch. So, ja, Digga, ich kann's hören. Also... Weißt du nicht, wohin? Mit mir raus aus dem Tonstudio. Geh raus aus dem Tonstudio. Aber als dieser Skandal lief, kannte ich Feine Sahne Fischfilet überhaupt nicht. Ich hatte noch nie ein Lied von denen gehört, hatte keine Ahnung von deren Musik. Ich habe einfach nur diese Nachrichten gelesen zu dem Skandal und ich war empört. Ich habe diese Artikel gelesen. Ich war so, die haben Feine Sahne Fischfilet abgesagt? Das Konzert hat den abgesagt, weil Nazis Druck gemacht haben? Kein Stück sollten wir jemals Nazis nachgeben. Wir als Zivilgesellschaft sind gefordert, gemeinsam eine Linie zu bilden. Und dann bin ich auf Spotify, habe mir ein paar von den Liedern angehört und war danach so, wir sollten die Sorgen der Bürger ernst nehmen. Merkel muss weg. Mein Name ist Gaius Galanter, vielen Dank.